Dagmar Fromm fragt, wie sinnvoll wäre es, dass Eltern ihre Kinder bei Besuchen von Synagogen begleiten, da Kinder ja häufig das wiedergeben, was sie im Elternhaus hören und erleben? Ja, da möchte ich das Frau Dagmar Fromm an der Stelle sehr herzlich grüßen. Das ist eine sehr gute Idee und ein guter Vorschlag. Also, denn es sollten also nicht nur Kinder und Jugendliche Synagogen besuchen, sondern auch die Eltern mitgehen, auch die Großeltern, um also möglicherweise Vorurteile, Berührungsängste zu überwinden und auch um, sag mal, die Gemeinsamkeiten zu sehen, also die Gemeinsamkeiten, die wir als Bürgerinnen und Bürger in diesem Staat ohnehin gemeinsam haben, aber auch die Gemeinsamkeiten in der Religion und Religionsausübung. Da ist also vieles, was also auch bei uns in den Kirchen ähnlich ist oder was auf dem aufbaut, was in der Synagoge geschieht. Und dann wird man vieles entdecken, was einem vertraut ist. Und was einem vertraut ist, ist dann, ja, davor braucht man keine Angst mehr haben. Und deswegen glaube ich, wäre es gut, wenn man auch da vielleicht auch von den israelitischen Kultusgemeinden also mehr auch nochmal offene Tage anbietet. Aber es wird ja sowas auch so angeboten, dass man hier auch ins Gespräch kommt, dass man auch vielleicht auch stärker interreligiöse Dialogsforen macht, um sich hier auszutauschen. Und das wäre, glaube ich, wär ein guter Weg, aber sagen wir, wenn jetzt eine Kindergartengruppe oder Schulklasse eine Synagoge besucht, dass man da dann auch die Eltern mit dazu einlädt. Das finde ich also sehr, sehr wichtig, ja. Herr Dr. Schuster, die zweite Frage, die geht an Sie. Ria fragt, an wen können sich Opfer von Antisemitismus wenden? Gibt es spezielle Anlauf- bzw. Opferberatungsstellen? Gibt es, und zwar haben wir in Bayern RIAS, das Recherche- und Informationssystem Antisemitismus mit Sitz in München, in dem niederschwellig für jedermann die Möglichkeit besteht, antisemitische Vorfälle, das müssen noch keine Straftaten sein, Vorfälle zu melden. Und die Mitarbeiter dort sind so gut geschult, dass die auch sehr gut differenzieren können. Bewegt sich das im strafrechtlichen Bereich oder ist das unter dem strafbaren Bereich? Und dann auch gegebenenfalls den Menschen, die sich an Sie wenden, helfen Sie dann betreuen, um sich dann auch an die Polizei zu wenden oder auch in Ihrem Auftrag sich an die Sicherheitsbehörden zu melden. Also man muss nicht zwingend eine Polizeidienststelle aufsuchen. Dagegen spricht überhaupt nichts, aber es gibt eben dieses niederschwellige Angebot. Okay. Herr Streibel, Frage 3 an Sie von User 123. Was kann das Parlament tun, um Antisemitismus zum Teil auch in den eigenen Reihen zu bekämpfen? Gut, also das eine ist natürlich, dass man so eine Resolution macht, dass man auch entsprechende Anträge und Beschlüsse fasst, die also hier letztlich auch aufklärerisch wirken. Aber es ist schwierig oder es ist ein Ärgernis, wenn man auch in den Reihen des Parlaments Personen hat, die ja, einen verdeckten oder offenen Antisemitismus haben, die letztlich auch über die Verschwörungstheorien einen Antisemitismus verbreiten, beziehungsweise was dann besonders perfide ist, ihren Antisemitismus über eine Israel-Kritik ausleben oder darstellen. Und so nach dem Motto, das wird man ja noch so sagen dürfen. Und das ist, glaube ich, eine der ja, perfidesten Arten, Antisemitismus auszudrücken. Und das heißt also, dass man mit, also wenn dass man mit da ja mit diesen Leuten in Dialog tritt, beziehungsweise auch denen immer wieder den Spiegel vorhält, also weil leider bei den einer Gruppierung wird man nicht schwer in Dialog treten können, weil die den Dialog gar nicht wollen, weil die letztlich einen anderen Staat haben wollen als unseren. Aber da muss man dann sagen, man muss rote Linien aufzeigen und sagen, hier bis hierher und nicht weiter. Und man muss dann auch, so wie der Philosoph Karl Popper sagte, mit einem ja,
der Toleranz, dass man zwar schon so weit tolerant sein kann, aber nicht so tolerant, dass man selber dann aufgelöst wird, sondern es heißt keine Toleranz der Intoleranz. Und hier muss man letztlich dann auch als wehrhafte Demokratie hart sein und diesen Personen dann letztlich auch die Maske vom Gesicht reißen, dass die Wähler dann erkennen, wen sie da gewählt haben, dass es dann der Wolf im Schafpelz ist, den sie da vor sich haben, die sich eine bürgerliche, biedere Fassade geben, aber am Schluss dann doch die Brandstifter sind. Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe dann auch im Parlament, das immer wieder aufzudecken. Und da wird auch immer wieder der Konflikt gesucht. Und auch wenn man jetzt gerade sagt, bei einer Gruppierung bei uns, die durch eine besonders hässliche Chatgruppe aufgefallen ist, dass sich hier also der Rest des Parlaments schlagartig auch solidarisiert, weil es da an die Grundfesten von unserer Demokratie geht. Und da stehen die demokratischen Fraktionen gemeinsam an einer Seite und versuchen hier das auch offen zu legen und bloßzulegen und bloßzustellen, damit die Menschen wissen, welches Geisteskind da drin sitzt. Und dass wir hier das ja in Zukunft also bei uns in Deutschland nicht haben wollen, weil wir hier auch schon viel schlimme Sachen erlebt haben. Wir haben ja gerade von den eigenen Reihen gesprochen. Jetzt noch mal eine kurze Zwischenfrage von mir, Frau von Schnurbein. Wir lesen ja ab und zu mal von rassistischen Tendenzen innerhalb der Polizei. Gibt es da auch antisemitische? Ich glaube, dass Institutionen grundsätzlich ein Spiegel der Gesellschaft sind. Das bedeutet, dass, und das sage ich auch in Bezug auf die Kommission, die EU-Kommission und andere Institutionen, um auch, sagen wir, nicht nur auf andere zu zeigen, sondern auf uns selber. Das bedeutet, dass es natürlich auch antisemitische Vorurteile geben kann, unter Beamten, ja, auch unter Polizeibeamten. Die Frage ist, wie man damit umgeht und wie wird zum einen dem vorgebeugt, das heißt durch Fortbildung, durch Aufklärung, durch auch ein Niveau und eine Norm, die gesetzt wird, an die man sich halten muss und eine gewisse, ja, auf eine Art Kontrolle durch die Kollegen, die, wenn man was bemerkt, dann auch den Mut haben und die Strukturen haben, diese Dinge melden zu können. Ja, und das, glaube ich, ist was, was nicht einfach ist. Und ich stimme dem voll zu, also dass eines der effektivsten Arten und Weisen, Antisemitismus zu bekämpfen, ist in den eigenen Reihen. Man muss wissen, immer wenn man auf die anderen zeigt, zeigen drei Finger auf einen zurück. Ja. Und das ist auch in diesem Bereich so. Deswegen ist es so wichtig, das anzusprechen und entsprechend zu ahnden, wenn es nötig ist. Aber das bedeutet, dass diejenigen, die gegen Antisemitismus aufstehen, auch wissen, sie haben den Rückhalt. Ja. Und das ist im Moment oft nicht so. Oft kann das negativ zurückschlagen, wenn man entweder als Opfer sich an bestimmte Stellen wendet oder eben auch sagt, ich möchte in der Anonymität eine Meldung machen, zum Beispiel. Ja, weil es ist ein unheimlich schwieriger und sensibler Bereich. Aber klar ist, es darf keinen Platz haben in den Institutionen. Und das muss in den Strukturen klar sein. Und nur dann funktioniert es. Und das geht im Übrigen auch für den Privatbereich. Ja? Es ist nicht einfach, wenn im Elternbeirat, im Sportclub antisemitische Bemerkungen fallen und nicht einfach zu sagen, ach, lassen wir es jetzt. Ja, kann ich jetzt nichts dazu sagen. Nein, das ist unsere, da kommt die Zivilcourage dann ins Spiel, um da zu sagen, okay, und ich stimme damit nicht überein, weil. Und da gehört es dann auch wieder dazu, dass wir die bestimmten
ja auch mal drüber nachgedacht haben und Argumente haben, die in solchen Situationen dann angeführt werden können, weil es ist ja nicht die Aufgabe der Juden, den Antisemitismus zu bekämpfen, sondern es ist eben unser aller Aufgabe. Und letztendlich ist jeder ein Antisemitismusbeauftragter in dem Sinne. Ja. Herr Streibel? Ja, das war jetzt ein schönes Wort. Jeder ist eigentlich ein Antisemitismusbeauftragter und man muss eigentlich in seinem privaten Umfeld, wenn man das sieht, dann auch klar dagegen sich positionieren. Was ich jetzt auch noch sagen wollte, klar in Institutionen wie auch Polizei oder so, dass sowas auch da vorkommen kann. Aber wir dürfen natürlich Institutionen dann nicht unter einen Generalverdacht stellen. Und ich denke, dass da auch unsere Polizei in Bayern eine sehr gute Arbeit macht. Und dass man da auch sehr sensibel und vorsichtig ist. Also es gibt jetzt ja auch seit Neuestem auch einen Polizeirabbiner, der dann da auch das Jüdische auch der Polizei nahebringen kann. Denn sagen wir, wenn jetzt ein Polizist eine Synagoge bewachen muss, dann muss er auch wissen, warum er das tut. Dann muss er auch da dahinter stehen. Und das muss man natürlich auch letztlich vermitteln. Und das geschieht dann auch, so wie ich das mitbekommen habe, durch Fortbildungsprogramme, dass man hier also ins Gespräch kommt, dass die Polizistinnen und Polizisten dann wissen, was eigentlich die Hintergründe sind. Gerade also bei den Jüngeren, da müssen die das auch erst dann auch mit lernen. Und da ist, glaube ich, gerade auch von der jüdischen Kultusgemeinde her wird da auch sehr viel gemacht, aber auch von der Polizei internen wird viel gemacht, dass man auch Werte vermittelt. Und letztlich ist die Polizei ja, sind ja diejenigen, die unsere Werte auch an erster Stelle also vor Angriffen innerhalb der Gesellschaft schützen. Und das, glaube ich, ist dann wichtig, dass man weiß, welche Werte das sind. Und das andere ist, dass natürlich dann auch intern bei den verschiedenen Laufbahnen in der Polizei, dass es dann natürlich schon auch immer wieder Abfragen beim Landesamt für Verfassungsschutz gibt, so dass wenn jemand eine entsprechende Vorgeschichte hätte, dass der dann natürlich auch rausgefiltert werden kann. Also hier ist man, glaube ich, gerade also in Bayern auch sehr wachsam und sehr sorgfältig. Kommen wir zur nächsten Zuschauerfrage. Die geht an Frau von Schnurbein. Klaus G. fragt, gibt es auch in den anderen Mitgliedstaaten der EU wie in Deutschland Antisemitismusbeauftragte und stehen diese im regelmäßigen Austausch miteinander? Das stimmt. Es gibt inzwischen über die Hälfte der EU-Mitgliedstaaten, die Antisemitismusbeauftragte haben. Wo es keine Beauftragten gibt, gibt es normalerweise jemanden, der das koordiniert. Das hat unter anderem damit zu tun, dass wir auf europäischer Ebene alle halbe Jahr die Vertreter der Mitgliedstaaten gemeinsam mit jeweils einem Vertreter aus der nationalen jüdischen Gemeinde zusammenbringen, um bestimmte Themen von Sicherheit zu Bildung, zu Datenerhebung von Vorfällen und so zu besprechen und dort auch die Möglichkeit haben, dann in den jeweiligen nationalen Gruppen das zu besprechen. Ich selber leite eine Gruppe der Beauftragten weltweit. Es gibt einen weltweiten Austausch, zum Beispiel auch mit den USA, mit Kanada, Südafrika, Australien. Jetzt hat Lateinamerika gerade einen Beauftragten ernannt, um sicherzustellen, dass wir nicht alle das Rad neu erfinden, sondern einen Austausch haben von Dingen, die funktionieren. Wir haben zum Beispiel als EU-Kommission gemeinsam mit der Internationalen Holocaust Remembrance Alliance ein Handbuch rausgegeben zu der Definition, die Sie anfänglich genannt haben, und wie man die am besten benutzt, wie man sie im Bildungsbereich einsetzen kann, bei der Polizei einsetzen kann und so weiter. Und das übersetzt Lateinamerika jetzt und passt es an die Realitäten dort. Und ich glaube, dass wir so voneinander gut lernen können und uns unterstützen können auch. Von daher finden diese Treffen nur der Beauftragten auch einmal im Halbjahr statt. Herr Dr. Schuster, die nächste Frage an Sie geht schon mal in die Richtung,
von der Sie eben gesprochen haben. Georg 75 fragt, ist das Erstarken des Antisemitismus auch damit erklärbar, dass ein zunehmender Abstand zur NS-Zeit besteht und die letzten Zeitzeugen verschwinden? Ich glaube, es ist ein Punkt mehr. Ich meine, dies allein begründet eigentlich keinen Antisemitismus. Eigentlich sollte man doch machen, weniger Juden, dann auch weniger Antisemitismus. Dass diese These nicht stimmt, wissen wir schon lange. Denn wir hatten in einem Deutschland, wo wir nur sehr wenige Juden hatten, so in den 70er, 80er Jahren, auch Antisemitismus. Also Antisemitismus braucht keine Juden. Aber der zeitliche Abstand, ich glaube schon, dass der eine Rolle mitspielt. Umso mehr kommen wir wieder gegen das, wie ich hoffe, doch nicht Allheilmittel, aber ein Mittel dagegen. Da kann ich, sage ich immer nur Bildung, Bildung und nochmal Bildung. Davon verspreche ich mir schon eine ganze Menge. Lassen Sie mich noch auf einen Punkt eingehen, Stichwort Polizei. Ich denke, das A und O dabei ist, dass der Polizeibeamte jeweils in dem Bereich, wo er tätig ist, auch weiß, dass die Führungskräfte, das muss nicht sein unmittelbar Vorgesetzter sein, aber die Führungskräfte zu diesem Thema eine klare Position haben und dies auch nicht tolerieren und er so auch die Möglichkeit hier eines Ansprechpartners hat, wenn er meint, dass er einen solchen braucht. Das ist etwas, was ich konkret als sehr positiv erlebt habe in dem eigenen Umfeld, in dem ich lebe, in Unterfranken. Herr Streibel, die nächste Frage kommt von einer Mutter. Katharina F. fragt, als Mutter frage ich mich, warum die Politik es einfach hinnimmt, dass Musiker antisemitisches Gedankengut in ihren Texten verbreiten? Ja, das ist eben ein Ärgernis, also dass man diese Antisemitismus-Texte also hier dann ja, rausnimmt. Also ich denke auch, dass man hier auch letztlich auf Bundesebene noch gesetzlich noch nachschärfen muss, dass man auch einen Straftatbestand neu definiert, der sich mit dem Antisemitismus auseinandersetzt. Und dass man diese Dinge dann letztlich sagen wir, wenn Sie diese Texte volksverhetzerisch sind, dann sind sie ja schon strafbar mittlerweile. Aber es gibt eine niedere Schwelle und die muss man im Grunde eigentlich auch gesetzlich nach meiner Meinung noch normieren, dass man hier dann auch eine Handhabe hat. Und ich glaube, dass sich da die meisten Parteien auch im Deutschen Bundestag einig sind, dass man hier handeln muss und hier also auch das Schwert des Gesetzes nachschärfen muss. Wir haben ja schon über viele Ansätze gesprochen, wie wir, jeder einzelne von uns, handeln können, wenn wir mit so etwas konfrontiert werden. Und in diese Richtung geht auch die letzte Frage von Franziska Sandler und die geht an Frau von Schnurbein. Franziska fragt, was kann ich als Normalbürger machen, wenn ich in meinem Umfeld mit eben diesen antisemitischen Kommentaren konfrontiert werde? Ja, das ist nicht einfach, aber ich glaube, dass, ich hatte es eben auch schon angesprochen, dass es wichtig ist, dass man selbst mal darüber nachdenkt. Also sich zum einen in die Situation versetzt. Ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, dass Menschen nur, weil sie eine andere Kultur glauben, es ist ja, geht ja gar nicht immer nur um den Glauben, sondern es geht einfach um einen anderen Hintergrund, dass man deswegen sie anfeindet, wenn man sich das auf seine eigene Situation, und jeder hat in seinem Leben Situationen, wo er sagt, da bin ich eigentlich fremd. Ja? Und wenn ich nur deswegen angefeindet würde, dann fände ich das auch absurd. Und ich glaube, wenn man dieses Maß mal es ein bisschen näher an sich ranlässt, dann hilft das einem auch, in solchen Situationen zu sagen, du, was du jetzt da gesagt hast, stell mal vor, das würde dir jemand sagen. Oder also gerade auch in Bezug auf Israel bezogenen Antisemitismus, warst du eigentlich schon mal in Israel? Und wie kommst du denn zu dieser Meinung? Also ich glaube, das Nachfragen ist schon mal ein wichtiger erster Schritt. Das ist natürlich, wenn man sich damit weiter auseinandersetzen will und auch einige Argumente dann sich
aneignet, anliest, hilft das, um dann längere Gespräche zu führen. Aber ich glaube, insbesondere dieses Nachfragen und die Intuition und dann eben nicht zu sagen, ach, jetzt, ich habe da keine Lust jetzt auf diese Auseinandersetzung, sondern da dann diesen Mut zu haben und das auch anzusprechen, auch auf das Risiko hin, dass es zunächst mal ein schwieriges Gespräch wird, das wünsche ich uns allen. Ich glaube, dass das dass uns das auch in unserem eigenen Charakter stärken kann. Ja.